Schönen guten Tag, Freunde. Heute zeige ich euch, wie man bei diesem Apple AirTag ganz einfach die Batterie auswechseln kann. Dazu nimmst du den AirTag in die Hand, drückst auf den Metalldeckel und drehst das Ganze gegen den Uhrzeigersinn. Dann kannst du den Deckel und die CR2032-Knopfbatterie entfernen und gegen eine geeignete volle austauschen. Ich habe dazu die von Kodak gekauft. Die Batterie kann sowieso nur mit der negativen Seite nach unten eingesetzt werden. Zur Not steht auf dem Deckel aber auch nochmal ein Pluszeichen als Erinnerung. Den setzt du am Ende wieder drauf und es ertönt folgendes Geräusch. Im Anschluss daran wird der Deckel wieder im Uhrzeigersinn festgedreht und fertig ist der Spaß. Ab sofort wird dir dein AirTag, so wie bei mir hier in London, wieder vernünftig angezeigt und dein iPhone findet den AirTag. Dazu einfach auf Finden klicken und dem Pfeil nach. Falls du den AirTag nicht finden kannst, weil zu viel Durcheinander ist oder so, kannst du auch einfach auf deinem iPhone auf Play Me klicken und der AirTag macht folgende Geräusche. Danke fürs Zuschauen!